Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video blicken wir auf das vierte Rennen in der ÖRV E-Liga zurück. Auch im neuen Jahr erwartet uns in dieser Liga Spannung, Spaß und tolle Fights zwischen den Sportlerinnen und Sportlern. Wir befinden uns hier in London und einer der Schlüsselstellen auf dieser Strecke ist der Box Hill mit rund 3 Kilometern Länge und 4,3% im Anstieg. Sorgt er für reichlich Schmerzen, bevor es in eine rasante Abfahrt hinuntergeht. Circa 1,5 Kilometer vor dem Ziel gibt es einen U-Bahn-Tunnel, der mit einer kleinen Rampe für eine Vorentscheidung in den Rennen sorgen könnte. Dann ging es auch schon los mit dem Nachwuchs. 15 Kilometer mussten gefahren werden und am Start ging es auch wieder rasant zur Sache. Sogar die Väter fuhren neben ihren Schützlingen, um diese dann bestmöglich zu unterstützen. Nach 6 Kilometern ging es dann hinein in den Box Hill. Die Bell-Brüder waren auch wieder mit dabei und Tom Wendel vom RSV Unna gab alles, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Doch dann drehte Moritz Bell auf und ließ in der Abfahrt bis hin zum Ziel nichts mehr anbrennen und sicherte sich damit den nächsten Sieg in dieser Liga. Dann startete die Elite mit rund 45 Kilometern und dreimal über den Box Hill war es ein wirklich harter Kurs. Natürlich waren auch wieder die Champions mit dabei. Vermeulen, Kirchmeier, Ritzinger und Jonas Rapp. Bis zur ersten Überquerung des Box Hill war das Feld kompakt. Doch schon beim zweiten Mal trennte sich dann die Spreu vom Weizen und es wurde verdammt ernst. Bevor es zum dritten Mal über den Box Hill ging, erholten und sortierten sich die Fahrer in Abfahrt und auf der Ebene so gut es ging. Zum Schluss blieben in einem packenden Finale dann nur noch Stefan Kirchmeier und Moran Vermeulen. Die Schlüsselstelle hier, der U-Bahn-Tunnel. Und es sah so aus, als ob Moran Vermeulen gewinnt. Aber Stefan Kirchmeier zog den Aero Power ab und dann kurz vor dem Ziel noch an Vermeulen vorbei und gewann somit fulminant das vierte Rennen in der E-Liga. Wir springen in die nächste Kategorie hinein. Die Frauen waren an der Reihe und mussten eine Runde weniger als die Männer fahren. Katharina Machner, Sarah Berntaler und Viona Schröder. Was für ein stark besetztes Feld bei den Frauen. Wie gewohnt war der Start schnell und intensiv. Nach der ersten Box Hill-Überquerung blieben nur noch die Favoriten übrig. Nach der ersten Abfahrt, ja, da kam dann die Ebene und auf dieser griff Viona Schröder fulminant an. Einige hatten leider auch technische Probleme, so wie hier bei Julia Meyer. Ja, leider schade, da kann man nichts machen, aber der Vorsprung von Viona Schröder hielt bis zum Box Hill. Erst im oberen Drittel wurde sie vom übrig gebliebenen Feld gestellt. Ab ging es in die Abfahrt und dann kam der U-Bahn-Tunnel. Es war nochmal eine sagenhafte Attacke von Viona Schröder und diesen Vorsprung hielt die Deutsche bis zum Ziel. Was für ein spannendes Rennen bei den Frauen. Und die Anstrengung ist in allen Gesichtern erkennbar. Damit ging auch das vierte Rennen in der ÖRV E-Liga zu Ende. Und am 23.01. findet dann das fünfte Rennen auf der wunderschönen Insel Watopia statt. Dort geht es am Vulkan heiß zur Sache. Und es wartet wieder ein schwerer Kurs auf alle Teilnehmer. Vielen Dank an allen Beteiligten und Sponsoren. Ich freue mich aufs nächste Rennen. Bis dahin, alles Gute, adieu, tschüss und servus.